Manche Tiere sind schneller als andere und haben dadurch einen gewissen Vorteil, wenn sie auf der Jagd sind. Hast du schon einmal einen Wanderfalken jagen sehen? Was ist mit deinem Marlin? Wenn du ein paar sehr schnelle Jäger sehen willst, solltest du nicht blinzeln, denn wir sehen uns unglaubliche Jagdmomente der schnellsten Tiere der Welt an. Nummer 14. Roadrunner. In diesem Video kannst du sehen, wie schnell der Roadrunner rennt und fliegt. Wenn du mich fragst, ist er in beidem ziemlich schnell, aber sein Flug beeindruckt mich am meisten, auch wenn es nur in schnellen Stößen ist. Der Roadrunner ist eines der seltenen Raubtiere von Klapperschlangen und tötet sie in einer spektakulären Vorführung von Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Wildheit. Die Klapperschlange im Video wird getötet, indem der Vogel ihren Kopf gegen den Boden schlägt, aber sie kann auch getötet werden, indem sie den Schädel der Schlange von hinten aufpickt. Der Roadrunner in diesem Video ist auf Nahrungssuche und findet unterwegs eine kleine Eidechse. Anstatt die Eidechse sofort zu fressen, läuft er weiter, als ob er etwas anderes zu tun sucht. Vielleicht zurück zum Nest, um ihre Jungen zu füttern. Dieser Roadrunner ist auf der Jagd und hat sich ein kleines Nagetier geschnappt. Es dauert nicht lange, bis der Roadrunner das Nagetier ganz verschluckt hat. Das Nagetier könnte eine Känguru-Ratte gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ein armes Eichhörnchen wird in diesem Park von einem Roadrunner verprügelt. Der Roadrunner sticht und zertrümmert das Eichhörnchen, als wäre es eine Stoffpuppe. Nummer 13. Wildhunde. Diese Wildhunde legen sich vielleicht mit der falschen Mama an. Sie setzt alles aufs Spiel, um ihre junge Brut zu schützen. Ihr Mut zahlt sich aus, aber jetzt ist sie wieder in der Unterzahl. Sie ist auch waffentechnisch unterlegen, aber manchmal ist Mut alles, was man braucht. Als sie selbst noch ein Kind war, geriet sie auf die falsche Seite der Gleise, die Löwenseite. Sie sollte eigentlich erledigt sein, aber dieses Schwein hat ein Herz. Selbst als Jungtier gibt sie nicht kampflos auf. Und das zahlt sich aus, denn sie schafft es, die großen Katzen gerade genug zu erschrecken, um zu entkommen. Experten glauben, dass dieses Verhalten ungewöhnlich ist, weil das Warzenschwein nicht besonders gut darin ist, seine Beute zu überwältigen und sich daher darauf beschränkt, Kitze innerhalb der ersten ein oder zwei Stunden nach der Geburt zu töten. Experten haben einige wenige Fälle beobachtet, in denen Warzenschweine ältere Kitze angegriffen haben. Und selbst Kitze, die ein paar Stunden alt sind, können sich viel besser von den Kopfstößen der Warzenschweine erholen und in Sicherheit bringen. Die Reaktion der Mutter auf das Warzenschwein deutet darauf hin, dass dies eine eher ungewöhnliche Angewohnheit ist. Weibliche Gazellen reagieren auf Raubkatzen mit erhöhter Wachsamkeit und im Falle kleinerer Raubtiere, die die Bedrohung für die Mutter darstellen, mit aggressiven Angriffen. Dieses Weibchen tut nicht so, als ob das Warzenschwein eine Bedrohung wäre. Das Warzenschwein stößt sein Gazellenbaby mit seinen Stoßzähnen herum und wird das Tier anschließend töten, wenn es so weitermacht. Die Gazelle ist nicht in der Lage, selbstständig zu stehen. Nummer 12. Marlin. In der Morgendämmerung wiederholt sich ein uraltes Ritual. Tausende von Köderfischen werden aus 90 Metern aufgetrieben, wo sie von Raubfischen wie Marlin und Dorado an der Oberfläche gefangen werden. Doraden oder Mahi-Mahi sind furchterregende und gefräßige Raubfische. Der einst große Köderball wird durch ihre unerbittlichen Angriffe stark reduziert. Auf ihrem Weg nach Süden, zur Spitze der Bahia, treffen die Futterfische auf neue Bedrohungen. Fregattvögel kündigen das Erscheinen eines weiteren Sardinenschwamms an, der an der Oberfläche gefangen ist. Fische halten Ausschau nach Marlinen, die in großer Zahl an die Ufer jagen. Es gibt eine Vielzahl von natürlichen Räubern, die auf die Köder warten. Seelöwen, Marline, Thunfische und Wale. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Köderball entdeckt wird. Paradoxerweise finden die Sardinen Schutz im Schatten dieses Seelöwenbullen, der dabei hilft, den Köder in einem begrenzten Gebiet zu halten. Dieser Wal wird von dem Tumult angezogen und will der Spielverderber sein. Aber trotz seiner großen Schaufeln und seiner enormen Größe bringt er keinen einzigen Fisch hervor. Marline bewegen sich so schnell, dass es schwer zu sehen ist, was sie getan haben. Aber alles, was von der Existenz der Sardine übrig bleibt, ist ein schönes Muster aus schimmernden Schuppen. Realistischeren Schätzungen zufolge bewegt sich der Marlin mit einer Geschwindigkeit von 32 bis 48 km/h fort, wobei er in kurzen Stößen beschleunigen kann. Die Rückenflosse des Marlins ist zwar verlängert, aber nicht so groß wie die eines Segelfisches. Diese Angler sind an der Küste Costa Ricas auf der Suche nach tollen blauen Marlinen. Costa Rica ist das Land, in dem die meisten schwarzen und blauen Marline der Welt gefangen werden. Nummer 11. Fregattvogel. Fregattvögel haben das größte Verhältnis von Flügelspanne zu Körpergewicht aller Vögel. Daher können sie nicht schwimmen und sind hauptsächlich in der Luft unterwegs. Da Fregattvögel flinke Flieger sind, können sie sich das Futter im Flug schnappen oder es aufheben, sobald es ins Wasser fällt, ohne dabei ihre großen Flügel nass zu machen. Und das mit faszinierendem Talent. Diese prächtigen Fregattvögel schweben aus irgendeinem Grund über diesem Boot. Vielleicht warten sie auf Nahrung oder sie schauen sich etwas ganz Bestimmtes an.
Obwohl sie Seevögel sind, sind die Federn der Fregattvögel nicht wasserdicht. Deshalb können sie nicht auf dem Meer landen. Wenn sie das täten, würde das Wasser sie unglaublich schwer machen und sie könnten nicht abheben, was dazu führen würde, dass sie ertrinken. Sie können nicht gut paddeln, da ihre Beine und Füße so klein sind. Und sie laufen auch fast nie. Es gibt keine bekannten Fressfeinde des Prachtfregattvogels. Gelegentlich werden Säugetierreiher aus Nestern an Land gestohlen, was eine Ausnahme von der Regel sein kann. Das passiert aber nicht sehr oft, weil Fregattvögel so aufmerksame Eltern sind. Die Eltern behalten ihre Nester 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche im Auge. Die prächtigen Fregattvögel schweben mit ausgestreckten Flügeln über dem Meer, den Kopf in die Schultern gesteckt. Sie schlagen nur selten mit den Flügeln, aber wenn sie es tun, sind die Flügelschläge langsam und tief. Obwohl sie ein Meeresvogel sind, tauchen sie nicht nach Nahrung. Stattdessen schöpfen sie Fische von der Wasseroberfläche ab oder verfolgen andere Vögel, damit diese ihre letzte Mahlzeit aufgeben. Nummer 10. Leopardenjagd. Auf ihrer morgendlichen Fahrt entdeckten diese Tierfreunde eine Leopardenmutter, die ihren Jungen beibrachte, wie man ein Duiker erlegt. Es ist interessant zu sehen, wie die Schule der Natur funktioniert. Es sieht grausam aus, aber ohne diese Lektion würden die Leoparden einfach nicht überleben. Ein wunderschönes Leopardenweibchen schleicht sich am frühen Morgen aus dem Busch in der Masai Mara, Afrika, und entdeckt eine Gruppe ahnungsloser Impalas und Gazellen. Verstohlen hockt das Tier im langen Gras, kommt immer näher und wartet auf den perfekten Moment, um sich dann schnell auf seine Beute zu stürzen. Dann stürzt es sich schnell auf seine Beute und trägt den Kadaver in die Büsche, wo er mit ihm spielt und beginnt ihn zu fressen. Beobachte, wie dieser Leopard einem ahnungslosen Impala auflauert und es tötet. Ich muss zugeben, für ein so kleines Impala hat es dem Leoparden einen guten Kampf geliefert. Dieser streunende Hund wird von einem Leoparden angegriffen. Obwohl der Hund versucht, sich gegen die Großkatze zu wehren, ist er ihm nicht gewachsen. Vor allem, als der Leopard es schafft, ihn in den Nacken zu beißen. Nummer 9. Wildhunde. Wildhunde fressen ihre Opfer normalerweise bei lebendigem Leib, weil ihre Kiefer nicht stark genug sind, um sie vorher zu töten. Bei dieser Jagd ist das nicht anders, wenn die Wildhunde ein Warzenschwein angreifen und lebendig fressen. Diese Wildhunde haben einen großen Appetit, also beschließen sie, ein großes Kudu-Weibchen anzugreifen. Und zwar mitten auf der Straße vor einem Safari-Fahrzeug voller Schaulustiger. Wildlife-Enthusiasten wurden auf einer Safari im South Luangwan National Park Zeuge, wie eine Herde Puku rannte. Und ihr Führer erklärte, dass sie von einem Rudel Wildhunde gejagt wurden. Sie schnappten und töteten einen in der Ferne, bevor sie einen anderen direkt vor ihrem Fahrzeug töteten. Mutter Natur kann so grausam sein. Das war eine schlimme Sichtung. Das arme Puku musste leiden, denn es wurde von nur zwei Hunden angegriffen und starb langsam und schmerzhaft. Wildtierliebhaber stoßen auf eine Mutter und ihr Kalb, nachdem sie gesehen haben, wie ein Rudel Wildhunde eine große Impala-Herde gejagt hat, die verschwunden war. Der kleine Wasserbock entkam einer großen Herde von Flusspferden, nachdem er von den Hunden ins Wasser gejagt wurde. Die Wildhunde gaben schließlich nach ein paar Stunden auf und die Mutter und das Wasserbockkalb konnten unverletzt entkommen. Nummer 8. Segelfisch. Segelfische gehören wie der blaue Marlin und der Schwertfisch zu den Billfischen, die nicht nur für ihre spitzen Schnäbel bekannt sind, sondern auch für ihre riesigen Rückenflossen, die länger als ihr Körper sein können. Dieser Mann staunte nicht schlecht, als er sieht, wie ein junger Segelfisch so nah ans Ufer herankommt. Er kann seinen Augen nicht trauen. Um einen der schnellsten Fische der Welt, den Segelfisch, zu fotografieren, reist ein begeisterter Meeresbewohner nach Cancun, Mexiko. Er springt ins Wasser zu einem Schwarm Segelfische, die Sardinen jagen. Die Segelfische haben nicht nur eine große Rückenflosse, die ihnen ihren Namen gibt, sondern auch einen langen, scharfen Schnabel, mit dem sie ihre Beute fangen. Während er die Szene fotografiert, weicht der Mann den Schnäbeln aus. Nummer 7. Wildschwein. Dieses Wildschwein wird von einer Gruppe von Hunden gejagt, die es schließlich einholen und versuchen, es zu erlegen. Aber das Wildschwein ist stark und will nicht kampflos aufgeben. Diese Wildschweine vernichten eine Schlange, die in ihr Gebiet eingedrungen ist. Sogar die jungen Ferkel kommen in den Genuss der großen Schlange. Die betreffende Schlange sieht aus wie eine Python. Das ist eine ganz schöne Beute für diese Wildschweine. Diese Mutter greift einen eindringenden Python an, während sie ihr Ferkel verteidigt. Das Jungtier steht hinter seiner Mutter, während sie die eindringende Schlange ständig angreift. Der Spieß wird umgedreht, als ein Wildschwein einen Leoparden erschreckt und auf einen Baum klettert. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Normalerweise stürzen sich Leoparden auf Wildschwein, um eine Mahlzeit zu bekommen. Nummer 6. Hasen. Die Hasen waren so sehr auf ihr Wild konzentriert, dass sie gar nicht merkten, dass ein Mann sie filmte. Das Wildschwein auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses hat er gar nicht bemerkt. Er drehte sich erst um und versuchte es zu fotografieren, als es wütend schnaubte. Das Schwein hingegen war viel zu schnell. Es gelang ihm erst, als es zum Stillstand kam. Als das wütende Schwein sich in den Wald zurückzog, schien der Mann erleichtert zu sein. Aber ein paar Augenblicke später tauchte es wieder auf. Leider war der Mann schon zu weit gegangen und konnte nur noch die Schatten der Ferkel sehen. Endlich verstand er, warum die Mutter so wütend auf ihn war. Sie hätte ihn angegriffen, wenn der Fluss sie nicht getrennt hätte. Zwei Ferkel sind in der letzten Aufnahme zu sehen, wenn du genau hinsiehst.
Diese Kaninchenmutter greift eine Schlange an, die versucht, ihre Jungen zu fressen. Das Kaninchen ist wild und kämpft so heftig, dass sogar die Schlange überrascht ist und versucht zu fliehen. Aber das Kaninchen jagt sie. Hast du jemals ein Kaninchen so kämpfen sehen? Eine Bullenschlange und ein Kaninchen kämpfen auf einem Wanderweg in Colorado gegeneinander. Das Kaninchen rennt um die Schlange herum, bis die Schlange beschließt aufzugeben und in den Wald zu kriechen. Nummer 5. Wanderfalke. Dieser Mann hat dieses Wanderfalkenpaar in den letzten 7 Jahren gefilmt und fotografiert und er wollte seine Lieblingsclips mit den anderen teilen. Der Wanderfalke ist bekannt für seine rasante Fluggeschwindigkeit von über 300 km/h, was ihn zum schnellsten Vogel und Säugetier der Welt macht. Der Wanderfalke ist kein gewöhnliches Raubtier. Dank seines scharfen Sehvermögens kann er seine Beute aus über 1 Kilometer Entfernung ausmachen und seine Geschwindigkeit ist entscheidend für seinen Jagderfolg. Wenn er seine Gruppe potenzieller Beute sieht, taucht er ab, beschleunigt und schlägt mit den Flügeln. Die Stare ahnen noch nichts von der Gefahr, die sich auf sie stürzt. Schließlich zieht der Wanderfalke seine Flügel zurück. Das ist der sogenannte Stoop, eine hervorragende Stromlinienform, die die Luft durchschneidet. Jetzt kann er eine Geschwindigkeit von fast 320 Stundenkilometern erreichen. Wenn er sich seinem Ziel nähert, öffnet er seine Flügel, um seinen Sinkflug zu verlangsamen und macht einen finalen Ausfallschritt. Du kannst sehen, wie schnell der Wanderfalke fliegen kann, wenn er diesem Fahrzeug folgt. Präriefalken sind für ihre rücksichtslosen Jagdmethoden bekannt. In diesem Video tötet ein wildlebendes junges Weibchen eine Stockente mit einer rasanten Kopfnuss. Dem Video zufolge war sie mit etwa 90 km/h unterwegs, als sie mit der Stockente zusammenstieß. Bei der Verfolgung von feldfütternden Wasservögeln wenden Präriefalken häufig diese Technik an. Wenn der kleinere Falke einen K.O.-Schlag ausführt, wird der Bodenkampf reduziert, weil die Ente schwerer und stärker ist. Das ist ein Beispiel für die Wendigkeit und Schnelligkeit des Falken. Große Gruppen von überwinternden Stockenten grasen auf den benachbarten Feldern und locken eine Vielzahl von Greifvögeln an das Entenbuffet. Ein Wanderfalke ist auf der Pösch und fängt einen Fasan in der Luft. Sobald der Fasan unter Kontrolle ist, bleibt der Falke auf ihm sitzen und wartet auf seinen Besitzer. Der Besitzer war ziemlich beeindruckt von dem Fang seines Falkenfreundes. Nummer 4. Löwen. Ein Impala bemerkt eine Löwin auf der Pösch nicht. Als sie sich auf das Tier stürzte, wurde es fast sofort getötet. Eine andere Löwin stand da und wartete darauf, dass sie mit dem Fressen dran war. Gerade als es so aussieht, als würden sich das Warzenschwein und die Löwin ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, ändert das Warzenschwein plötzlich seine Meinung und läuft in eine andere Richtung. Das Problem ist nur, dass eine andere Löwin auf ihn wartet. Als er dort ankommt, stürzen sich die beiden Raubkatzen auf ihn und es heißt Goodbye Charlie. Während einer morgendlichen Pöschfahrt sahen Tierfreunde eine Gruppe von Löwen, die bei Tageslicht Zebras angriffen. Nachdem die Löwen das Zebra gefangen hatten, begannen sie zu fressen, während das Zebra noch lebte. Nummer 3. Schakale. Schakale sind Aasfresser, und zwar sehr gute. Aber sie jagen auch Beute, und dieser Schakal beschloss, ein paar Vögel zu fressen. Und er war zuerst nah dran, aber es gelang ihm nicht. Nach ein paar Versuchen gelang es ihm schließlich, ein paar Vögel zu schnappen. Diese Schakale haben es geschafft, einen Springbock von seiner Herde zu trennen und kreisen jetzt um ihn herum, um ihn schwindelig zu machen. Der Springbock ist bereits verletzt, aber er gibt noch nicht auf. Diese Schakale sind auf der Jagd und sie erlegen einen ziemlich großen Springbock. Ich muss sagen, dass Schakale sehr beeindruckende Jäger sind, wenn man ihre Größe und die Konkurrenz bedenkt, die sie haben. Denn sie sind viel größer als sie. Sie sind extrem effizient und erledigen ihre Aufgabe. Nummer 2. Gepard. Geparden sind für ihre hohe Geschwindigkeit bekannt, aber mit Geschwindigkeit allein kommen sie bei der Gazellenjagd nicht weit. Geparden können nicht lange mit hoher Geschwindigkeit rennen, weil sie sonst überhitzen. Deshalb müssen sie ganz nah an ihre Beute herankommen, bevor sie einen Überraschungsangriff starten. Eine Gepardenmutter mit ihren 3 Jungen stolpert über ein Gnukalb und greift das junge Gnu sofort an, ohne es zu töten. Sie bringt es zurück zu ihren Jungen, damit sie ihre Jagdfähigkeiten an dem Gnu üben können. Die Jungtiere töten und fressen das Tier schließlich. Nummer 1. Hund. Dieser schwarze Hund jagt einen Hasen auf offenem Feld. Der Hase ist schnell und macht abrupte Wendungen, sodass es für den Hund schwierig ist, ihn zu fangen. Aber nach vielem Jagen und Wenden gelingt es dem Hund, ihn zu erlegen. Dieser arme Fuchs wird vernichtet, als 2 bösartige Hunde ihn packen und zerfleischen. Der Fuchs tut mir leid, aber er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Diese Hunde greifen einen Fuchs an, der unbefugt in ihren Garten eingedrungen ist. Der Fuchs ist in Schwierigkeiten und liegt einfach auf dem Boden, während die Hunde ihn beißen. Schließlich packt ihn einer der Hunde und tötet ihn. Einige dieser Tiere waren extrem schnell, aber die Hunde, die den Fuchs töteten, machten mich sprachlos. Welches war dein Favorit? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das war unser Blick auf unglaubliche Jagdmomente mit den schnellsten Tieren der Welt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte ein Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.